Thank on Glory 7. Heute am 27. September zeigen wir ihn euch mal. Am Anfang wurde ja das Thema Thank on ziemlich belächelt, muss man sagen. Leute haben gesagt, naja, da kommt da jetzt der Chinese. Aber jetzt gibt es zwei neue. Einmal den Thank on 7, ein richtig dickes Ding. Das können wir gleich mal zeigen mit Turbomotor und 7 Sitzen, einer Ultra-Ausstattung. Das Ganze für unter 40.000 Euro. Und wenn man das Fahrzeug sieht, auch von den Maßen her, das wird uns der Eugen auch gleich mal kurz beschreiben, dann sieht man, man hat richtig viel Auto fürs Geld. Und dann gibt es einen zweiten, das ist der Thank-On 7, den werden wir euch in einem anderen Video zeigen. Das ist der Thank-On 7. Ne, der hier, der andere. Das ist der Thank-On 500. Das ist der Thank-On 500 und auch den gibt es gleich zu sehen. Ich zeige euch mal ganz kurz die CO2-Daten, dass wir die schon mal drin haben. 78 Kilowatt, wir haben 1,455 Tonnen, 7 Liter kombiniert. Und das Ganze CO2-Effizienzklasse D, 19.980 Euro mit der Mehrwertsteuer. Das ist kein Elektroauto, oder? Das ist kein Elektroauto, das ist ein Benziner mit 1,5 Liter Motor und 109 PS. 109 PS, Kleinwagen. Aber wenn man überlegt, für knapp 20.000 Euro, richtig viel Ausstattung, werden wir euch gleich mal zeigen. Wir sind in Saarbrücken. Das ist es. Ich bin eben runtergekommen vom Hallberg, habe den gelben Smart Home gesehen, der ist jetzt gelb und habe gedacht, wie geil ist das denn? Jetzt fällt er viel mehr auf, oder? Ja, also mit dieser Farbe fällt er viel mehr auf. Richtig. Sieht auch super schön aus, wird auch komplett beleuchtet. Ja, das ist der SMP Automobilhandel AG in Saarbrücken. Sehr bekannt als Smart Service. Das Ganze schon ewig und wir gehen ja erstmal außen rum. Länge von dem Auto ungefähr? Also ungefähr über 4 Meter. Über 4 Meter. Wir mal schauen, was uns die Preisliste sagt. Also Thank-On 7, der ist schon recht gut ausgestattet. Der hat komplett Vollausstattung. Also mehr geht nicht mehr. Komplett voll. So, wir werden das gleich mal richtig abfilmen, wo wir drin sind. Und an der Seite, der hat 7 Sitze. Das heißt hinten, ich nehme an, im Gepäckraum, da gibt es umklappbar noch 2 Sitze, oder? Genau, 2 Sitze, richtig. So, mach mal auf den Motor, dass wir da mal reinschauen. Full LED nehme ich an. Full LED. Full LED. Service gibt es dann hier bei SMP. Ihr habt jetzt schon länger Thank-On. Wie man sieht, sieht man nichts. Genau, es ist alles schön abgedeckt hier. Ja, also es sieht zumindest super aus, was die Verarbeitung angeht. Ja. Rest macht die Werkstatt. Das macht die Werkstatt. Das heißt, eigentlich ist es wie bei Porsche, da kannst du auch im Prinzip nirgendwo mehr ran hinten. Du siehst doch nichts mehr vom Motor, da sind Abdeckungen sind drauf. Wenn ich den mal not starten muss, da vorne ist die Batterie, gell? Da vorne ist die Batterie, richtig, ja. Wenn du das mal gerade aufmachst, da können wir mal reingucken. Ein kleines Fach, was wir sehen. Ist nicht mehr viel da. Das Ganze ist ultra leise, das Auto, hast du mir erzählt. Sehr also wenn leise. Du fährst, unvorstellbar, ne? Der ist sehr gut gedimmt und der ist richtig leise, deswegen, ja. So, also da ist die Batterie noch. Der Rest ist dann nicht mehr groß zu machen. Kriegst du es zu? Ja. Mal kurz mal eindrücken. Jetzt. So, okay. Das gefällt mir. Das da vorne ist das Wischwasser. Was ist das hier? Öl? Nee. So, das ist einmal die Bremsflüssigkeit muss das sein und einmal Scheibenwischwasser. Okay. Ist das Navi mittlerweile auf Deutsch? Ja. Okay. Der müsste auf Deutsch sein, ja. Ist auf Deutsch sein. Gucken wir uns gleich mal an. Der ist ganz neu reingekommen. Ihr habt mich direkt angerufen und habt gesagt, ey, guck dir mal, Gasdruckfedern halten das Ganze, die Karosserie. Wir werden uns auch gleich mal die Leistungsdaten angucken von dem Fahrzeug. Leichtmetallfelgen sind dabei? Ja, selbstverständlich. 20 Zoll Felgen. 20 Zoll Felgen, wie soll es anders sein? So, mach mal zu bitte, vorne. Gehen wir mal drum rum. Zeigen das Auto mal von hinten. Thank-On 7, so sieht er aus. Krass. Ich sage mal den Leuten, ihr müsst mal die ganze Beschriftung einfach mal abmachen. Die Leute mal raten müssen, was das da sein könnte. Was würden die Leute sagen? Was denkst du? Das Auto kennt ihr gar nicht. Neu, oder? Ja. So, mach mal auf hin, bitte. Glory 2.0 so, TGDI. Allrad ist das. Allrad, zuschaltbarer Allrad. Ich zuschaltbarer Allrad. Genau. Für 39.000 und etwas mehr, inklusive der Steuer. Das sind die Sitze. Das sind die Sitze.
kann man hier komplett umklappen. Dann ist das gerade, gell? Jawohl. Krass. So, dann weiter nach unten ziehen. Genau, da hat man hier richtig Platz. Total easy. Die mittlere Sitze, die kann man auch etwas nach vorne schieben, dann hat man noch mehr Platz. Mhm. Oder umklappen. So, vorne sind noch Becherhalter mit drin. 12 Volt an der Seite ist hier mit drin, Beleuchtung. Was ist hier drin, hier drunter? So, dann guck ich mal. So, Warndreieck, Kombitasche, die Westen. Da ist die Kofferraumabdeckung drin, gell? Das heißt, wenn du die Sitze nicht benutzt, kannst du das damit zumachen. Genau, richtig. So, die liegt hier schon drin, das heißt, auch die hat einen festen Platz. Da ist sie mit drin, ein bisschen Werkzeug mit dabei. Genau, Abschlepphakenöse. Okay, für den Fall der Fälle. So, dann das Ganze hier ist elektrisch. Genau, einmal Knöpfchen drücken, dann geht schon wieder zu. Aber Preis unter 40. 38.380 Euro für Vollausstattung. Vollausstattung, Rückfahrkamera. Und ein neues Fahrzeug. Ein nagelneues Fahrzeug. Erstzulassung auf die Person, die ihn kriegt. Das heißt, keine Tageszulassung. Also wir haben ihn jetzt hier bei uns als Vorführfahrzeug angemeldet. Ja. Ja, seit 2 Tagen ist er als Vorführfahrzeug angemeldet. Somit kann ihn jeder fahren. Flammneu. Also, ja. Okay, dass wir das mal sehen. So, wir gucken auf die Rücksitze. Das Ganze ist tiefschwarz. Foliert. Foliert hätte ich fast gesagt, die Scheiben sind schwarz. Die Scheiben sind schwarz vom Berg aus, ja. So, viel Leder. Dann eine Mehrzonen-Klimaanlage mit drin. Es riecht voll nach Leder hier drin. Ja, cool. Ist das echtes Leder, oder? Das ist ein Kunstleder, nein, das ist Kunstleder. Ja, die haben es echt drauf. Gut, man muss sagen, die Chinesen bauen ja außer iPhone. Wer das kann, dann Schiebedach hier mit drin. Panorama-Schiebedach, das ist der Hammer. Dann hier so Carbon-Optik hier an der Seite. Machen wir die Tür zu, feste mal. Ich will mal hören, wie... Krass. Das klingt gar nicht schlecht, muss man sagen. Satt. Gute Verarbeitung. So, also hier ist Klimaanlage drin. 1, 2, 3 steht drauf. Wahrscheinlich für die Lüftung. Dann eine riesen Schaltkulisse mit drin. So, ein Head-Up-Display hat er mit eingebaut. Ja, der hat Head-Up-Display und Sitzheizung, sogar Belüftung, Sitzbelüftung hat er. Memory-Funktion. Memory, ja. So, jetzt werde ich wieder die Leute hören, die sagen, naja, wenn das mal kaputt geht. Aber das ist auch entsprechend gewährleistet. Das heißt, ist gewährleistet, dafür geben wir eine Garantie natürlich. Die ist wie lange bei Fingern? 12 Monate geben wir dafür eine Garantie. Ja, und Gewährleistung 2 Jahre. 2 Jahre, richtig. Okay, wie immer. So, gucken wir mal hier rein. Voll digitales Display. Ganz schick. 360-Grad-Kamera, echt? Ist auch dabei. Das ist echt, ja. Sehr gute Kamera, ja. So, und da ist das Setup-Display mit drin. Door Open steht zumindest mal jetzt auf Englisch drin. Schlüssel ist da. Schlüssel ist da. So, warte mal, ich drücke mal auf Start. Kann man das Fahrzeug anmachen, ja. Schön leise. Dann bootet hier das Fangon. Boah, wie süß. 15 Zoll Display. 15 Zoll. Boah, also hier ein Display. Da unten ist noch ein Display. Ein kleines. Klimaanzeige komplett. Also Automatik mit drin. FM-Radio. Bild. Mal gucken, was wir hier haben. Also Klimaautomatik, die geht auch da drüber. Da kannst du das Telefon mit koppeln. DAB Plus, krass. Wie cool. So, ist jetzt 80s ist mit drin. Und schön, Nostalgie. Gucken, ob Saarfunk schon eingestellt ist. Ach, der kommt hier aus Thüringen, sehe ich gerade. Also die Suchliste ist aus Thüringen. PTY, TA, wie cool, er scannt. Er ist cool, er hat DAB mit drin. Der DAB Plus, richtig. Er ist auch Pflicht, ja, muss er ja haben. Das ist Pflicht, Bluetooth, Wi-Fi, alles da. Ambientebeleuchtung kann man verstellen in 3 verschiedenen Farben. Hat ein Multifunktionslenkrad beledert. Ja, ja, Kunstleder. Genau.
echt 39, was? 38.385 Euro. Warte, ich guck mal gerade hier vorne. Also das ist Fahrzeug. Also das ist erstmal der Verbrauch. Wir liegen bei 9 Liter. Gut, ist auch ein großes Fahrzeug. Wir haben CO2-Effizienzklasse D, Vidora. Und jetzt werden die Leute wieder schreien, was, 9 Liter, 38.385 Euro. Aber du weißt ja, wie es ist. Ja, für einen Liter mehr kann man schon lange fahren. Und es gibt ja auch Leute, die jetzt keine 10.000, ich sag mal, fahren im Monat, sondern die vielleicht im Jahr mal 5.000 fahren. Ein 70-Liter-Tank. 70-Liter-Tank. 70-Liter-Tank, ja. Also das reicht schon für 2 Kilometer aus. Ah, guck mal hier. Hier ist jetzt hier... Gucken, was Safunk haben. Ja, Safunk 1. Krass. Da sind wir. Ja, es gibt ja ein neues Radio von uns. Ja, da läuft jetzt gerade Rihanna mit Root Boy. So, du musst fahren. Automatik. Was ist das für eine Automatik eigentlich? 6-Gang-Automatikgetriebe. CVT. Ja, CVT stufenlos. So, und hier ist der Allrad. Dann kann man den noch einstellen. Darf ich den Allrad benutzen auf der normalen Straße oder ist das ein Allrad, der nur auf losem Untergrund benutzt? Den kannst du auf normalen Straßen benutzen. Kannst du zuschalten, ist direkt aktiviert. So, hat ein DSP mit drin. Drive Mode, kannst wahrscheinlich noch ein paar Sachen einstellen. Das werden wir gleich mal erfahren. Auf jeden Fall sieht es ziemlich interessant aus. Es hat einen Spur, Halteassistent ist dabei. Spurhalteassistent. Spurhalte. So, ein paar Sachen sind noch da mit dabei. Hat er auch. So, ein bisschen leiser. Ich komme auf die andere Seite. Du fährst. Natürlich elektrische Fensterheber. Du bist fit? Ich bin fit. Vollkommen. Der Eugen fährt. Und ich bin jetzt mal euer Beifahrer im Fengorn 7. So, das ist auch unser schönes Safunk-Logo. Also, wenn ihr mal ein DAB-Radio habt, stellt mal Safunk 1 oder Safunk 3 ein. Dann könnt ihr die neuen Programme hören. So, er wird langsam warm. Die ist kalt heute Morgen gewesen, habe ich gemerkt. Ja, heute 27. Ja, genau. September. Ja, Sommer ist so gut wie vorbei. Da lacht er. Ihr habt viele Gebrauchte wieder reinbekommen, eigentlich neue? Ja, wir haben viele Gebrauchte, viele frische Gebrauchte, auch viele Smarts, Elektros und Benziner. So, jetzt ist einer zugeparkt. Du musst umdrehen. Ist nicht schlimm. Also er hat auch einen Rückwärtsgang. Das ist die 360-Grad-Kamera, ja, die du siehst. Ja. Kann man das und somit kann man sehr schön einparken. So, du kannst auch die Seiten kannst du jeweils aufrufen. Das heißt, du siehst das Auto von oben. Das ist ja praktisch. Von oben, links, rechts, vorne, hinten. So. Jetzt können wir rausfahren. Die große Runde gedreht bei SMP. Ja, ihr seid hier in der Nähe vom Bauhaus, oder? Was ist hier? Nee, Hornbach. Der Hornbach. Ich verwechsel immer. Brebacher Landstraße 1. Brebacher Landstraße 1. Der Bauhaus ist ja in der Dudweiler Landstraße. Ich verwechsel die immer. Ich stand das letzte Mal original. Für eine Abholung stand ich im Hornbach. Und da haben die schon den Zettel, haben gesagt, wir finden die Nummer nicht. Und dann war es das Bauhaus. Ist gestern passiert. Ja, und das kann vorkommen. So. Wo fahren wir hin? So, wir fahren jetzt Richtung Hornbach, so wie du eben gesagt hast. Fahren wir da mal vorbei. Cool. Also, DAB Plus hat schon mal, jetzt bist du mein Held, weil die anderen, die hatten das alle nicht, das ist dann irgendwie nachzurüsten gewesen. Du kannst das Smartphone ganze miteinander verbinden. Genau, per Pluto kann man hier Smartphone verbinden, dann kann man Spotify hören. Man hat hier auch Android CarPlay oder Apple CarPlay. Man kann hier vom Handy aus Navigationssystem benutzen. Das Fahrwerk ist relativ straff, finde ich. Also es ist sportlich fast, oder? Man kann es auch verstellen. Hier gibt es einen Dynamikmodus. Echt? Ja. Drive-Mode. Man kann es sportlich einstellen. Eco oder halt klassisch. Ja. Und dementsprechend stellt es sich ein. Cool. Ich bin mal sehr gespannt. So viele Knöpfe hier. Ja gut, das ist ja nicht so schlimm. Das gehört dazu.
So, und das heißt, hier ist die Klimaanlage, Klimaautomatik hat da mit drin. Genau, Klimaautomatik. Sitzbelüftung. Sitzbelüftung, das ist echt unglaublich. Da hat sogar eine Sitzbelüftung drin, ja. Also, wenn wir jetzt wieder 40 Grad hätten, dann wäre das angenehm im Auto. Was ich am coolsten finde, ist, dass du hier ein Auto hast, was nicht so viele Leute fahren. Also du hast ein recht exklusives Auto dafür. Das Thema Werterhalt, da sind wir ganz ehrlich, also der hat den Wertverlust der anderen schon mit drin, oder? Das heißt, wenn du ihn kaufst, kriegst du viel Geld fürs Auto. Ja, also das ist jetzt Auto mit Vollausstattung und deswegen kann man jetzt sagen, der hat geringen Wertverlust. Ja? Also das wird man aber erst sehen können, wenn es soweit ist, wenn du ihn wieder verkaufen möchtest. Also die Marke ist ja ganz neu, Fengon. Ihr habt ja vorher schon mal ein paar Stück gehabt, die da sind. Ich glaube, dass das eine große Nische ist, wo du jetzt über den Wiederverkaufswert wenig sagen kannst, oder? Im Moment. Ja, also man kriegt das auf jeden Fall verkauft. Bist du süß. Auf jeden Fall verkauft, ja, auf jeden Fall. Und man bekommt auch dafür eine gute Summe. Denke ich auch. Hast du schön gesagt. So, man das bekommt Ganze dafür eine ordentliche Summe, wenn man es wieder verkauft. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt leer wäre, sondern der hat volle Hütte. Für wenig Geld, ja, volle Ausstattung. Naja, es sind ja immer noch 40.000 Euro, muss man sagen. Aber du kriegst ein Riesenauto und du hast letztes Mal gesagt, 7 Sitze, die Größe, die Länge und so weiter. Der heißt ja wahrscheinlich nicht zufällig jetzt 7 Fengon, oder? Ne, also ich denke mal, 7 Fengon heißt, weil er 7 Sitze hat, gehe ich mal davon aus. Hat also nichts zu tun mit irgendwie Q7 oder so? Nee. Gar nicht. Man kann es jetzt mit der Größe vergleichen, ja. Also der ist schon groß, sehr groß. Ne? Man kann damit super in den Urlaub fahren. Also wenn ich jetzt gucke, die ganz großen Hersteller, die deutschen, wenn du da so eine Voll-Ausstattung möchtest, klar, da steht ja nicht Fengon drauf, da steht vielleicht Audi drauf oder BMW oder zum Beispiel Mercedes, dann liegst du bei so einem Auto schon mal locker bei 80.000, 90.000 Euro. Ja. Und das kostet jetzt gerade mal 38.380 Euro. Ja. Mit der Steuer. Selbstverständlich, Mehrsteuer, genau. Die Mehrsteuer mit drin. Genau. Ja, ich will ja mal fragen, weil... Natürlich brutto. Brutto. Endkundenpreis. So. Endkundenpreis, ganz genau. So, Soundsystem ist in Ordnung. Klimaautomatik haben wir schon, das ist auch mit drin. Als er kam, was hast du für ein Feeling gehabt eigentlich? Da dachte ich mir, wow, also dieses Fahrzeug sieht super aus, den muss ich mal fahren. Und? War erstaunlich überrascht gewesen. Der hat 220 PS, 2 Liter Turbo und der fährt sich richtig gut, ja. So, hier noch ein großes Handschuhfach mit drin. Ich guck mal gerade, ich fummel mal gerade so ein bisschen hier rum in der Zeit. Also hier Einstellungen, das sieht aus wie Android. Ach, Eco und Balance kannst du einstellen, Volumen. Das ist im Moment, wie viel Hotspot hat er mit drin, also all das, was die anderen auch haben. Radio, Medien, Fahrerassistenz, mal gerade gucken, was die so kann. AVM, was ist das? So, das ist jetzt wahrscheinlich die Kamera. Die Kamera, so, DVR. Ach, der hat direkt eine Cam mit eingebaut, wie genau, der Tesla. Genau, Dashcam, ja. Eine Dashcam, so dass der beginnt, Aufzeichnung, Notfallaufzeichnung. Ja, genau, 2 Minuten, dann überschreibt er. Dann überschreibt er ADAS-Steuerung. Krass, automatische Notbremsung, Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungszeichen. Das mache ich dir mal an, damit du nicht so schnell fährst. Über Geschwindigkeitsalarm auch. Der fängt jetzt wahrscheinlich direkt an. Er hat eine Kennzeichenerkennung, die ist mit drin. Das zeigt er mir schon. Die zeigt er auch schon an. 70 km/h. So, jetzt habe ich irgendwas gemacht. Jetzt war ich im manuellen Modus. Jetzt auch manuell umgeschaltet. Okay. Das gibt es jetzt übrigens auch. Ne? Sportmanuell. Sportmanuell gibt es. Adaptiver Geschwindigkeits. Ach, der hat einen adaptiven Geschwindigkeitsregelton. Ja, also das ist unglaublich. Das ist voll gespeckt mit Ausstattung. Okay. Das Beste ist, ihr fahrt immer Probe. Den Fengon. Spurhaltung. So, Mitte der Spur, Empfindlichkeit hoch, Alarmton. Das heißt, der würde jetzt automatisch, wenn du loslässt, man darf ja in Deutschland mal kurz loslassen, mach mal. Der hält die Spur? Oder? Der hält die Spur, ja. So, das heißt, der ist jetzt hier in der Mitte, es wird jetzt angezeigt. Da ist das Auto. Er ist jetzt gerade, ist jetzt gemein. So, 17 Umdrehungen. Sehr süß, 1,2 sagt er. Das sind 1200 Umdrehungen. Okay, habe ich verstanden. So, Empfindlichkeit hoch. Was haben wir noch? Frontkollision. Alarmton, machen wir auch an.
So, Empfindlichkeit und dann haben wir noch den Totwinkelassistenten, der ist auch eingeschaltet. Ja, also ein paar Sachen drin, die ganz nett sind. Ja, jetzt möchte ich ja noch kurz was zeigen. Man, der hat ja digitales Tacho. Ja. Ja. So, jetzt muss ich mich auch auf die Straße konzentrieren. Und so, man könnte hier, Moment, einstellen. Und zwar, man kann hier verschiedene Designs. Modis einstellen. Jetzt zum Beispiel sportliche. So, und dann gibt es noch moderne. Mhm. Technology. Genau. So, jetzt sehe ich das gerade nicht. Moment. So. Und das gibt es auch nicht bei vielen Autos. Ja. So, also voll digitales Cockpit. Kannst du auf Deutsch einstellen? Da waren gerade eben Language war da. Englisch. Englisch. Nur Englisch. Okay, aber hier ist Navi, das ist Deutsch, sehe ich gerade. Navi ist Deutsch, genau. Navi hier ist bei Deutsch. Mir ist Englisch. Okay, verstanden. So, das heißt, du kannst Sportmodus einstellen, du hast eine automatische Parkbremse, du hast eine Auto-Hold-Bremse. Das heißt, wenn du anhältst, geht automatisch an die Parkbremse. Genau, genau. Ich habe Bergfahranhilfe, ich habe jetzt Abfahrhilfe, also alles da. Ja, heiße Kiste. So, hier vorne Soundsystem mit auch Hochtönern direkt vorne eingebaut, ja, Airbags. Neuen Lautsprecher. Ohne Ende. Was krass ist, ist hier schön, ist die Scheibe, die ist von W. Basto, steht zumindest drauf. Und dann kannst du hier oben wahrscheinlich, ich mach das mal, das ist die Lüftungsposition, so geht das auf. Boah, ich krieg Angst vor den Chinesen, die machen das gut. Die haben es drauf. So, jetzt gucken wir gerade, hier kannst du wahrscheinlich, also das ist Panoramadach und hier kannst du wahrscheinlich alles komplett verschließen, dass du im Sommer nicht die Birne verbrannt kriegst. Man könnte sogar elektrisch alles zumachen. Also was heißt elektrisch? Einmal hier oben und einmal digital kann man es zumachen. Einmal, wenn man auf mein Auto geht. Ja? Also, genau. Okay. Da kann man auf, ich muss gerade mal schauen. Nee, Einstellungen müsste es sein. Ja. Nee, auch nicht. Also auf jeden Fall kann man es digital aufmachen. Programmieren. Okay. Programmieren und aufmachen. Jetzt gerade am Fahren. Müssen wir mal später machen, wenn wir stehen. So, ich guck mal gerade, ob das Navi schon freigeschaltet ist. Ist ja goldig. Ist das mit drin? Das Navi ist dabei? Ja, natürlich, selbstverständlich, klar. Okay. So. Untere Kaiserstraße, GPS-Position regained am Badenberg. Gut, ich navigiere sowieso mit Google, aber zur Not würde es gehen. Gibt ja viele Leute, die wollen den Navi haben, es ist schon mit drin. Es gibt Leute, die ihren Handy vergessen haben zu Hause. Ja. Mhm. So, neue Route, Adresse, St. Ingbert sind wir gerade, gehen wir mal ein hier oben, Saarbrücken, gucken wie einfach das ist, da Saarbrücken und Name ist Angela Braunstraße, hier vom Sender, Angela Braunstraße, krass, das geht gut, 19 und feuerfrei. Das war's. Select as Destination. Machen wir mal gerade. Jetzt wird die Route kalkuliert. Und wir brauchen Startnavigation. Gucken, was die Dame sagt. Dann sagt sie gar nichts. Ah, ist ganz leise, okay. So, machen wir schnell das Radio nochmal aus, bevor wir gleichen. Süß. Ja, wenn man das mal Probe fahren möchte, wir haben heute den 27. September 2022, dann kommt ihr am besten mal zu SMP, ganz in der Brebacher Landstraße 1, genau. 1 beziehungsweise in der Mainzer Straße. Cool, also das ist Englisch, das habe ich schon mal gemerkt. Und Settings, mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob man das einstellen kann. Du, wenn nicht. Ich mache sowieso alles mit Google, also mir wäre das eh egal. Sound. Mal gucken, Voice, Silent Mode. Voice Guidance ist on. The calculating route.
take the next sharp right. Then take the next left. Krass. Gut, ist ja ein ganz neues Auto, vielleicht kommt da ja noch was. Also wenn es nicht gehen sollte. Ja, man könnte bestimmt mal installieren machen. Könnte man bestimmt gucken, wenn es möglich ist. Aber ansonsten kann ja fast jeder Englisch. Ist es auch kein Problem. Ich glaube, es gibt euch seit 1998, also seit kurz vor dem Beginn der 2000er Jahre. Das Ganze jetzt seit 24 Jahren dann umgerechnet etwa, ja, plus minus. Genau. Seit Meisterbetrieb. Also kommt vorbei, fahrt in die Brebacher Landschaft. Hast du eine Rufnummer eigentlich? Hast du ja, ich habe extra vorbereitet. Hier meine Visitenkarte. Okay, danke. Warte, ich lese dir mal kurz ab. Also ruft an 0681 968 0822 Eugen Wagner 0681 968 0822. Dann könnt ihr euch mal persönlich von diesem Fahrzeug überzeugen. Ja, vielen Dank, Eugen. Sehr gerne. Wir werden gleich mal ein zweites Video machen über den Fengon 500 unter 20.000 Euro. Schöne Ausstattung. Und ja, ich bin ganz beeindruckt. Ich gebe mal hier, drück mal auf 4WD. Gucken, ob man das darf. Natürlich, einfach draufklicken, dann ist es aktiviert. Dann ist es aktiviert. Im Moment macht das nicht. Moment, ist wahrscheinlich nur die Taste dabei, oder? Das geht okay, gar nicht. Müssen wir wahrscheinlich langsamer fahren. Ne? Langsamer fahren oder anhalten, ja. So ist es zumindest oder bei meinem anhalten, Hilux. Dann aktiviert. Also 2WD Blockierungssystem ist jetzt an. Okay. Ja? Und bei 4WD müssen wir anhalten, damit er das einschaltet. Okay. Ja, vielen Dank, aber bis dahin ist der Eugen fit. Denn ich sag mal, du hast dich jetzt ein paar Stunden schon mit dem Fahrzeug beschäftigt. Fährt sich wie ein normales Auto, alles sonst, das Gaspedal ist rechts. Gaspedal ist rechts, genau. Also es fährt sich mehr als ein normales Auto, das ist wirklich ein Luxusfahrzeug. Und es macht wirklich Spaß, mit dem zu fahren. Also wie man merkt, ist da wirklich sehr leise innen drin. Ja. Eugen, spätestens jetzt würde ich zwei kaufen bei dir, ja. Jetzt hast du das gut gemacht. Also vielen Dank. Belohnt den Eugen, kommt mal vorbei bei SMP und probiert den mal aus. Also freies Leistungsverhältnis, ohne Witz, ist ziemlich cool. Und ihr macht den ganzen Service alles? Wir machen den ganzen Service, ja. Okay. Und das Ganze schon seit ein paar Jahren übrigens. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. So. Tschüss. Tschüss, Eugen.